Um vorausschauend für uns und andere zu sorgen, müssen wir die Grundsätze einer vorausschauenden Lebensweise in die Tat umsetzen. Mit Freude unseren Verhältnissen entsprechend leben, zufrieden sein mit dem, was wir haben, übermäßige Schulden meiden, gewissenhaft sparen und uns auf Notzeiten vorbereiten. Ich möchte Ihnen erzählen, was ich über eine vorausschauende Lebensweise gelernt habe. Lektionen, die jedem von uns helfen können. Als wir frisch verheiratet waren, war ich in der Luftwaffe und wir konnten Weihnachten nicht zusammen feiern. Als ich wieder zu Hause war, sah ich in einem Schaufenster ein wunderschönes Kleid und sagte zu meiner Frau, ich wolle es ihr kaufen, wenn es ihr gefalle. Wir betraten das Geschäft und Mary ging in die Umkleidekabine. Kurze Zeit später kam die Verkäuferin heraus, huschte an mir vorbei und hängte das Kleid zurück ins Schaufenster. Ich fragte, was ist passiert? Meine Frau antwortete, es war ein wunderschönes Kleid, aber wir können es uns nicht leisten. Immer wenn wir etwas erleben oder besitzen wollen, was sich auf uns und unsere finanziellen Mittel auswirkt, können wir uns fragen, hat es nur vorübergehenden Nutzen oder ist es von ewigem Wert und ewiger Bedeutung? Wenn wir diese Fragen wahrheitsgemäß beantworten, hilft uns das, übermäßige Schulden und anderes Suchtverhalten zu vermeiden. Wenn wir süchtig sind, trachten wir nach weltlichen Gütern oder körperlichem Vergnügen, das verlockend zu sein scheint. Aber das tiefste Sehnen, das wir als Kinder Gottes verspüren, das, wonach wir wirklich trachten sollten, ist das, was nur der Herr uns geben kann. Seine Liebe, seine Wertschätzung, seine Sicherheit, sein Vertrauen, seine Hoffnung auf die Zukunft. Ich lade Sie ein, zu ihm zu kommen und seine Worte zu vernehmen. Darum gebt nicht Geld hin für das, was ohne Wert ist, noch eure Arbeit für das, was nicht zufrieden machen kann. Mögen wir alle ebenfalls die weltlichen Versuchungen überwinden, indem wir zu ihm kommen und auf vorausschauende Weise in materieller und geistiger Hinsicht für uns und andere sorgen. Das erbitte ich demütig im Namen Jesu Christi. Amen.